In diesem Video schauen wir uns den Multihoster und Cloud-Anbieter OffCloud an. Als erstes müssen wir mal klären, was OffCloud überhaupt ist. Das ist eine Mischung aus Multihoster und Cloud. Dabei wird der Download von One-Click-Hostern unterstützt, von Torrents und Downloads aus dem Usenet. Dabei gibt es eine Besonderheit. Nur die One-Click-Hoster-Downloads können direkt durchgeführt werden, das heißt mit Programmen wie dem JDownloader. Torrents und Usenet-Files müssen erstmal auf eine Cloud übertragen werden. Wie funktioniert also OffCloud? Man benötigt entweder One-Click-Hoster-Links, eine NZB-Datei fürs Usenet oder eben eine Torrent-Datei oder einen Magnet-Link. Und eins von diesen Dingen wird dann eben ins Web-Interface kopiert oder hochgeladen und dann beginnt der Transfer zur Cloud oder alternativ bei den One-Click-Hostern geht auch der direkte Download. Bei der Cloud hat man ein paar Möglichkeiten, man kann zum Beispiel Dropbox, Google Drive benutzen oder man kann auch zu einem FTP-Server Dateien übertragen. Also habe ich angefangen zu testen und was mich natürlich besonders interessiert hat, ist die Funktion, Dateien per FTP zu übertragen. Ich habe zu Hause ein QNAP NAS stehen und wollte einfach die Dateien dort reinladen und hätte mir das gerne so konfiguriert, dass die Dateien dann einfach direkt zu meinem NAS übertragen werden. Das ist leider fehlgeschlagen. Als erstes habe ich mal die Meldung bekommen, dass SSL bzw. TLS nicht unterstützt wird. Das hatte ich nämlich auf meinem NAS selbstverständlich aktiviert, weil unverschlüsselt möchte ich das überhaupt nicht übertragen. Es wird also scheinbar gar keine FTP-Verschlüsselung unterstützt. Das nächste Problem, auf das ich gestoßen bin, man muss für das QNAP NAS einen FTP-Pfad eingeben. Der Pfad, auf dem es nämlich standardmäßig steht, wenn man sich per FTP anmeldet, auf den kann gar nichts gespeichert werden. Man kann aber keinen Pfad angeben in der Übersicht bei OffCloud und somit kann ich es für QNAP überhaupt nicht nutzen. Also habe ich versucht, einen Torrent zu Mega zu übertragen. Das ist aber auch fehlgeschlagen. Der war immer im Status Downloading für Stunden und es hat sich einfach nichts getan. Laut dem Support von OffCloud ist Mega allerdings noch instabil. Dann habe ich weitere Tests durchgeführt. Also es gibt ja auch die Möglichkeit, wie gesagt, zu Dropbox-Dateien zu übertragen. Das halte ich eigentlich für Schwachsinn, weil hier kann man nur 2 GB kostenlos nutzen und wenn man mehr Speicher möchte bei Dropbox, dann muss man eben zahlen. Und das heißt, man müsste einmal für OffCloud und einmal für Dropbox zahlen, das macht halt recht wenig Sinn. OffCloud selbst stellt einem 100 GB zur Verfügung, auf Nachfrage wohl auch mehr und man kann die Dateien mit dem Browser herunterladen. Das geht völlig in Ordnung. Der Transfer zum FTP hat natürlich, wie schon gesagt, nicht funktioniert und der Transfer zum Mega hat zumindest fürs Usenet gut funktioniert. Und hier bekommt man auch 50 GB kostenlosen Speicher, also würde sich Mega dafür sehr gut eignen. Kommen wir also zur Geschwindigkeit. Ich habe einen Torrent von OffCloud heruntergeladen, hatte ich volle Geschwindigkeit. Ich habe einen Usenet-File von OffCloud runtergeladen, auch hier volle Geschwindigkeit. Und die One-Click-Hoster mit dem JDownloader kann man auch hier im Screenshot sehen, auch volle Geschwindigkeit. Hier gibt es also gar nichts zu meckern. Kommen wir mal zu den Begrenzungen. Bei Uploaded kann man maximal 10 GB am Tag laden, beim Usenet 20 GB am Tag. RapidGator sind auch 20 GB am Tag. Die Limits für Torrents konnte ich nicht herausfinden. Habe ich auch den Support gefragt, habe da keine Antwort bekommen und es gibt einige weitere Limits. Also der Cloud Storage, wie gesagt, der ist auf 100 GB beschränkt. Man kann die Dateien runterladen und dann löschen, das ist also kein Problem. Jetzt möchte ich mal die Prozedur durchgehen, die ein normaler Usenet-Download benötigt und dann den über OffCloud. Also die normale Prozedur, wie ich es verwende, ist, ich lade mir eine NZB-Datei herunter, das ist so eine Art Container. Diese NZB wird in einem Usenet-Programm geöffnet, zum Beispiel im Programm subnzbd und dieses Programm lädt die Dateien dann automatisch runter und entpackt sie. Ich habe dann also zum Beispiel, wenn ich ein Video runterlade, am Ende die entpackte MKV auf der Festplatte liegen. Man muss dazu auch gar nichts weiter tun. Bei OffCloud ist es komplizierter. Erstmal lade ich die NZB-Datei runter und lade die ins Webinterface hoch. So, jetzt muss ich abwarten, bis die Dateien zur Cloud übertragen wurden und von der Cloud dann wiederum auf meinen PC übertragen wurden. Das kann ich entweder automatisch machen, indem ich so ein Cloud-Programm installiere, kennt man ja von Dropbox, die Dateien werden dann automatisch übertragen, oder ich mache es halt über das Webinterface und lade von dort die Dateien runter. Das ist auf jeden Fall ein manueller Eingriff. Und nachdem die dann runtergeladen sind, muss ich sie manuell noch entpacken. Das geht dann auch nicht mehr automatisch. Es ist also deutlich komplizierter. Kommen wir mal zu den Features. Es gibt eine JDownloader-Integration, das hat mir sehr gut gefallen. Was mir aber nicht gefallen hat, es werden 2 verschiedene Chrome-Erweiterungen auf der OffCloud-Seite angeboten. Es ist überhaupt nicht ersichtlich, warum 2 und welche für welchen Zweck. Deshalb habe ich mir auch gespart, die zu testen, denn eine Erklärung vom Support habe ich dafür nämlich auch nicht bekommen. OffCloud selbst hat eine recht komplizierte Oberfläche, die nicht immer einfach zu verstehen ist. Und dann fehlen auch noch zu guter Letzt einige wichtige Informationen, wie zum Beispiel das Torrent Limit. Auch dass 100 GB Cloud Storage dabei sind,
habe ich erst auf Nachfrage erfahren. Man sieht zwar, dass da irgendwie 100 GB steht, aber für was sie gedacht sind, wird überhaupt nicht erklärt. Beim Support wiederum kann OffCloud punkten. Es gibt ein übersichtliches Ticketsystem, man erhält schnelle Antworten. Und mir wurde auch gesagt, dass die Möglichkeit, einen Pfad anzugeben, für diese FTP-Funktion geplant ist. Dann würde auch das QNAP NAS funktionieren, wenn auch nicht mit Verschlüsselung. Kommen wir zum Preis. Der ist recht hoch für einen Multihoster. OffCloud kostet $9.99 im Monat und ist damit auf dem Niveau wie ein normaler Uploaded-Account. Ich finde die Preise ehrlich gesagt zu happig, wenn man sich mal die Limits anschaut. Kommen wir also zum Fazit. Den einzigen Nutzen, den ich aus so einem Cloud-Dienst ziehen würde, wäre wirklich diese Push-to-NAS-Funktion, also diesen einfach Links reinkopieren und eine halbe Stunde später habe ich die Dateien auf meinem NAS. Das wäre schon wirklich praktisch. Aber auch hier muss man halt beachten, dass man halt nur die ZIP-Files auf dem NAS hat. Das Entpacken muss man dann schon wieder selber machen. Das ist halt schon etwas nervig. Gut, dass FTP nur unverschlüsselt geht und für QNAP gar nicht geht, macht diese Funktion natürlich für mich jetzt erstmal sinnlos. Und ich finde auch die strengen Limitierungen nicht wirklich angemessen. Ich habe den Nutzen nicht wirklich gesehen mit dieser Cloud-Funktion. Eventuell gibt es ja jemand bei euch, der das super findet und mir das auch erklären kann. Für den mag es natürlich super sein, der kann auch mal die Kommentare gerne nutzen. Aber ich habe den Sinn nicht wirklich gesehen. Und naja, für den, der das braucht, dass es eben halt zur Cloud übertragen werden kann, für den kann natürlich OffCloud was sein. Für alle anderen würde ich halt einen ganz normalen Multihoster empfehlen.